Hallo, ich bin's wieder, euer Kamojan, heute mit einem weiteren Guide zur Homestead-Party diesmal. Zu allen Punkten, die ihr wissen müsst, um eben diese Party abzuhalten, was sie euch bringt und so weiter und so fort. Wenn euch dieser Guide gefallen wird, beziehungsweise die anderen euch gefallen haben, drückt gerne das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Guides mehr von mir verpasst. Ansonsten könnt ihr mich ingame auch gerne unterstützen, wenn ihr meinen Creator-Code KAMO666 benutzt. Viel Spaß beim Guide! Ja, um eine Homestead-Party zu starten, müsst ihr zuallererst diesen Tisch per Quest freigespielt haben. Der kommt mit 46 und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Homestead Level 6. Diesen platziert ihr einfach bei euch in euer Gebiet und setzt euch einmal hin. Dann geht ihr hier unten auf das Champagner-Glas-Menü und ihr taucht eben einmal in diese Party-Menü hier ein. Es gibt verschiedene Partys, die ihr machen könnt, verschiedene Belohnungen, die ihr machen könnt. Und natürlich auch verschiedene Dinge, die ihr kaufen müsst, könnt und dürft. Bevor ich jetzt einmal ganz kurz anfange, ihr könnt einmal pro Woche diese Homestead-Party machen. Aber ausschließlich an einem Freitag, Samstag und Sonntag. Der Refresh dieser Weekly ist immer montags. Ihr könnt aber an weiteren Partys von anderen Freunden oder Camp-Mitgliedern teilnehmen. Aber auch von Randoms, das geht natürlich auch. Solltet ihr allerdings von jemandem eingeladen werden, der nicht in eurem Camp ist, muss dieser euch vorher auch als Gast auf auf sein Wohngebiet quasi einladen, damit ihr dort überhaupt beitreten dürft, also rein dürft. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Solltet ihr eine Party planen, gibt es ja einige Dinge zu beachten. Und zwar bekommt ihr für jede Party, die ihr ausrichtet, 5 Geschenke, aber eure Gäste ebenfalls. Je höher euer Homestead ist und je höher das Rating ist, desto mehr Geschenke bekommt ihr und eure Gäste. Hier habe ich einmal eine Einblendung, mit welchem Level und mit welchem Rating ihr quasi wie viele Geschenke bekommt. Ihr seht, dass ihr mit Level 7 auf 22.000 Rating, hier bezieht sich das Rating des Homesteads, also eures Grundstückes, bekommen die Gäste und ihr natürlich nur 5 Geschenke. Bei Level 9 und 34.000 Rating bekommt ihr und die Gäste jeweils schon 12 Geschenke. Mehr Geschenke, mehr Loot, also besser. Schaut also, dass ihr die am besten macht. Nachteil ist natürlich, dass auch die Ressourcen von diesen Partys etwas teurer sind und ihr braucht auch etwas mehr. Diese ganzen Ressourcen könnt ihr für Homestead-Punkte kaufen und im Shop. Wenn ihr euch dazu entscheidet, eine Party auszurichten, könnt ihr diese anklicken und ihr seht, was für Speisen ihr braucht. Ne? Ihr bräuchtet jetzt hier 4 Cherry Foal, 4x Char Grilled, 8 Cream Puffs und 8 Butter Cookies. Und ihr könnt jetzt auf View Materials gehen, klickt hier einmal auf Shop, hier würdet ihr schon sehen, was ihr da habt und könnt euch nun für eure Homestead-Punkte die entsprechenden Dinge eben kaufen. Die Homestead-Punkte bekommt ihr ganz einfach, indem ihr zum Beispiel Blumen in eurem Garten anpflanzt, ganz besondere. Hierzu empfehle ich euch meinen Homestead-Guide, da erkläre ich das Ganze nochmal mit den Homestead-Punkten. Die braucht ihr auf jeden Fall. Ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel keine Homestead-Punkte mehr habt und euch fehlen zum Beispiel nur noch ein Fried Chicken oder sonst irgendwas, könnt ihr die Geschenke auch von euren Party-Membern anfragen. Achtung! Und das muss ich jetzt hier nochmal explizit sagen, kauft diese ausschließlich zum Wochenende hin. Denn diese Dinger, die laufen ab, die halten nicht ewig. Ich glaube 3 oder 4 Tage, danach sind sie vergammelt. Ja, da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, dann liegen die in eurem Inventar und ihr denkt euch, Mist, jetzt habe ich die ganzen Punkte umsonst ausgegeben. Das wäre schade. Ja, für jede Teilnahme, die ihr quasi an einer Party macht, bekommt ihr ein Geschenk. Diese Geschenke hier oben sind ausschließlich bei euch persönlich am Tisch einlösbar. Ja, das heißt, selbst wenn ihr 4-mal woanders Gast seid, diese Geschenke bekommt ihr nur, wenn ihr an euren eigenen Tisch geht und eben auch genug Partys besucht habt. Diese Geschenke hier bekommt ihr immer nach Abschluss der Party. So, wir schauen uns jetzt einmal eine Party an. Kleinen Augenblick. Die Homestead-Party ist nichts anderes als ein kleines Beisammensitzen, zusammen speisen und vor allem einem Quiz.
Hierzu müssen sich alle vier Member, also man braucht vier Leute für diese Teeparty, einfinden in ein Team. Das heißt, man muss auch in einem Team drinne sein. Der Leader, also der, der die Party ausrichten muss, muss auch den Lead haben. In dem Fall setzen wir uns nun einmal an den Tisch und schauen uns an, was passiert, wenn so eine Teeparty gestartet wird. Und jetzt stellen wir gerade fest, dass hier jemand die Voraussetzungen nicht erfüllt. Das ist natürlich doof. Stimmt, denn Piti Pit ist noch nicht 46, deswegen kann Piti Pit auch nicht dran teilnehmen. Das müssen wir jetzt einmal offstream ändern und dann zeige ich euch gleich einmal das Rätsel zum Reinschneiden. So, also wir haben uns jetzt zusammengefunden, haben die Teeparty hier einmal gestartet und müssen nun eben vier Fragen also fünf Fragen beantworten. Und vier davon sind immer richtig, also vier von den acht Antworten und vier sind eben falsch. Solltet ihr es schaffen, dass ihr in vier Runden 100% Atmosphäre schafft, indem ihr alle Fragen bearbeitet, also richtig beantwortet. Das heißt, schaffen es in einer Frage, alle die richtige Antwort auszuwählen. Dann würden wir jetzt 25% Atmosphäre bekommen. Es gibt, wie gesagt, insgesamt fünf Fragen. Wenn ihr es schafft, mit allen vier Leuten vier Fragen davon richtig zu beantworten, bekommt ihr 100% Atmosphäre und ihr erhaltet ein extra Geschenk, das eben entweder 1000, 2000, 5000 oder 10.000 Silber beinhalten kann. Deswegen versucht ruhig immer, euch dann ein bisschen zu helfen und eben die richtigen Fragen zu beantworten und die richtigen Lösungen zu finden. Diese Extra-Geschenke könnt ihr maximal viermal pro Woche bekommen und das sind auch die, die ihr nachher im Schedule seht. Wenn die Party gleich vorbei ist, dann bekommen wir unsere Geschenke. So, zum Schluss bekommen wir eine kurze Zusammenfassung, wer wie viele Fragen richtig beantwortet hat und wer wie viele Punkte bekommen hat. Leider haben wir es in dem Fall jetzt nicht geschafft, weil es für die Aufnahme jetzt etwas doof lief, die Fragen richtig zu beantworten. Ihr findet dieses Extra-Geschenk aber hier unter Weeklies, unter Homestead Party und da seht ihr, ich habe zum Beispiel schon zwei bekommen diese Woche und könnte noch mal zwei machen. Ja, das war es an der Stelle eigentlich auch schon. Wenn euch der Guide gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, drückt das Glöckchen, damit ihr keinen weiteren Guide von mir verpasst. Und wie gesagt, in-game könnt ihr gerne jederzeit meinen Creator-Code KAMO666 benutzen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.